herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Und den Wienerwald diesmal. Ach so. Ja. Gut. Also wir haben uns Geschichte und Kultur des Wienerwaldes angeschaut, wir haben uns die Wirtschaft angeschaut, wie das bewirtschaftet wird. Wir haben begonnen am Donauufer, Kritzendorf und so weiter, haben uns diese niederösterreichischen Gefilde da eigentlich angeschaut und sind über den Leopoldsberg und den Kahlenberg in der letzten Folge auf die Höhenstraße gekommen und sind diese Höhenstraße entlang geschlendert, gefahren. Schlendern ist ein bisschen fad über die Höhenstraße. Schlendern ist fad, die Fritzi ist gerast, sage ich jetzt mal. Hm. Und manchmal spazieren wir dann auch. Das letzte Mal waren wir dann am Ende der Höhenstraße und ich sage jetzt mal Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Also das letzte Mal sind wir über diese Höhenstraße gejumpert und sind in Neuwaldeck rausgekommen. Und da haben wir euch versprochen, dass wir abzweigen werden. Welche Abzweigungen nehmen wir, Fritzi, heute? Die nach rechts. Aber jetzt erzähl doch du einmal von deinem Rundum-Dumm-Weg. Ja, also ich gehe da halt jetzt so einmal in der Woche eine Etappe und schaue mir an, wie das Leben im Wald erwacht. Das ist sehr schön. Darf ich nur ganz kurz dich unterbrechen, dann bin ich schon still. Na, du hast ja einen Vorläufer gehabt. Ja. Und zwar einen gewissen Franz Anton de Paula Garheis. Wer war dieser schöne Mann? War er schön? Der ist sehr bekannt, aber schön war, weiß nicht. Der hat so gelebt von Ende des, also um die Jahrhundertwende, 18. zum 19. Jahrhundert. War so ein Vorläufer der Romantik, kann man sagen. Und der, da gibt es sehr viele Berichte, der ist durch den Wiener Wald kreuz und quer gestapft. Und es hat immer schon irgendwelche Berichte von Kirchen, Klöstern, Ortschaften, was wird gegeben. Aber nie, er erzählt auch von dem Weg dahin. Ah, das ist ja super, weil der Weg ist ja eigentlich das Ziel. Der Weg ist das Ziel, mehr oder weniger. Also den wollte ich nur erwähnen, wann Sie, wer interessiert dafür, Garheis ist ein heißer Tipp, wie es heute damals war. Franz de Paula Garheis? Franz Anton de Paula Garheis. Ja, den muss ich mir anschauen, weil eigentlich wäre das lustig, so diese historischen Wanderungen nachzugehen, oder? Ja, kann man sicher. Glaubst du, ich meine, der hat ja damals noch nicht diese super Infrastruktur gehabt, wie so... Na, da ist mir alles gegangen. Allerdings muss man sagen, wenn du so im Winter oder im Frühling heute gehst, muss da heute alles gehen, weil der Bus auf der Höhenstraße, der im Sommer einigermaßen regelmäßig fährt, von Neuwerdeck zum Beispiel, den kannst du im Winter... Das stimmt, das ist eine logistische Herausforderung ein bisschen. Obwohl das Busnetz natürlich super ist in Wien und die Öffis, aber dorthin kommt man echt schwer. Schwer. Da muss man wirklich da muss man seine beiden Füßchen. Also was hast du gemacht? Sag jetzt nicht, du bist die Nasen raufgegangen. Ich bin die Nasen raufgegangen, das war wirklich steil. Du hast mich ja gewarnt, dass das wirklich steil ist und ich habe mir gedacht, naja, aber du hast recht gehabt. Gut. Sehr recht. Ich war dann echt so, aber es war super schön. Ich habe dann so eine Pause gemacht, bin dann auf einer dieser kleinen Aussichtswarten gesessen, habe in der Sonne ein Buch gelesen und habe auf Wien geschaut. Das war herrlich. Das ist ja übrigens einer der, ein künstlich angelegter Wanderweg, der ja mit dieser, also der irgendwie speziell angelegt ist und da gibt es gar nicht so viele. Also ein ganz früher war das auch. Ja, und interessant, wenn man unten vorbeifährt, hätte man sich nie denken, dass da ein Weg laufen kann. Genau, das ist auch total interessant, das ist auch eine ganz spezielle Flora, Fauna auch. Und da gibt es irgendwie so besondere kleine Eichen, über die haben wir eh schon geredet. Und auch besondere Insekten und Vögel und man hat da diesen, weil es ist halt wirklich so ein ganz spezielles Klima auch dort. Ja, toll. Genau, genau. Und dann bin ich halt da weitergegangen über den Leopoldsberg zum Kahlenberg. Und dann über das Agnesbründel, nicht auf den Hermannskogel hinauf, nicht zur Habsburger Warte, sondern irgendwie so weiter. Dann waren wir beim Kobenzl am Himmel und dann bei diesen Heiseln am Stornrohren. Eben zum Heisel am Rohr habe ich es ja nie geschafft, weil der Bus nicht weg ist. Aber ja, und dann bin ich eben weitergegangen und das möchte ich eigentlich auch noch wissen, was da los ist. Das heißt Hamo. Ja, das Holländer Dörfel. Ja,
Und dann zu diesem Schwarzenbergplatz, den habe ich fantastisch. Park. Den habe ich fantastisch gefunden. Aber dieses Hamon, dieses Holländerdörfel, das Konzept habe ich nicht ganz kapiert. Warum heißt es Hamon und wo ist dieses Holländerdörfel? Da war nämlich nichts. Holländerdörfel ist am Hamon. Das ist, das hat dem Lazi gehört, den Grafen Lazi. Auch unten der Schwarzenbergpark, bevor es die Schwarzenbergs gekauft haben. Wir sprechen jetzt von welchem Jahrhundert? Vom 18. Mhm. Weil 1801, glaube ich, haben die Schwarzenbergs unten das gekauft. Und der Graf Lazi hat oben für seine Gäste, eben am Hamo, für seine Gäste kleine Häuschen bauen lassen. Mhm. So Gästehäuschen, also Parterrehäuschen, nur er hat Bungalows. Ja, mehr oder weniger. Er hat eins gehabt mit einem Stock. Eine Etage. Ja, vielleicht hat er öfter da geschlafen. Und Holländerdörfer hat das geheißen, weil vor jedem Haus ein Baum war. Das war in Holland auch angeblich so üblich, sagt man die Literatur. Mhm. Und in der Nähe ist die Waldandacht. Das ist halt ganz einfach so ein Matterl auf einem Baum, aber bekannt, das gibt es ja etliche. Und das ist für mich eine Kindheitserinnerung, weil das war der Ausflug mit der Großmutter mit 43er zur anderen Kapelle, zur Endstation. Mhm. Und dann durch den Schwarzenbergpark aufs Hamo. Wir sind nicht aufs Hamo gegangen, sondern wir sind als Ziel, haben wir die Waldandacht gehabt. Ne? Also unterwegs war ja auch das Ziel. Der Weg war das Ziel, natürlich, weil es hat diesen Teich mit damals ganz selten gewesenen Bibern gegeben. Ah, wirklich? Ja, die waren fast weg und jetzt sind sie wieder eine Plage. Okay, entschuldige, es nein, nein, nicht Erinnerung so. Nein, Seite. Aber die sind ja nicht, deine Großmutter, die hat ja da hat ja viele coole Erinnerungen da auch. Ja. In der Gegend. Ich bin dann nämlich mit dem 43er zurückgefahren beim Elterleinplatz. Da habe ich an deine Großmutter auch gedacht. Fein. Also du bist dann runter vom Hamo? Ich bin dann runter eben in diesen Schwarzenbergpark. Genau, diese Allee und, ist das eigentlich. Ja, das ist wirklich, also das ist wunderschön. Da gibt es diese großen Wiesen und immer wieder sind dazwischen so Denkmäler und irgendwie so, also es ist so dieses Klasse, eigentlich wie ein großer englischer Park oder so. Es ist irgendwie gestaltet und nicht gestaltet gleichzeitig. So domestizierte Wildnis irgendwie. Die Literatur sagt man ja, dass ein Lazi-Mausoleum dort ist. Ich kenne nur das Lazi-Grab, von dem wir auch in grauer Vorzeit gesprochen haben, wenn du dich erinnern kannst. Ja, eine der ersten Folgen von der Staffel über den Wienfluss. Genau, bei seinem Wasserschloss. Ja, Wasserschloss. Aber hat es nur einen Grafen Lazi gegeben oder vielleicht hat es mehrere? Nein, wahrscheinlich hat es mehrere gegeben. Und hast du gesehen, die Marie-Theresien-Schaukel? Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Was die ist zwei das? Großen Obelisken, links und rechts des Wegs. Die habe ich gesehen, ja. Ja, aber da hat man gesagt, die Marie-Therese hat sich eine Schaukel anbringen lassen, hat dort geschaukelt, was ich eigentlich eher ins Recht der Legende verbannen würde. Ja, die junge Kaiserin. Möglich. Und es hat einen Kieselack. Ich glaube, den Kieselack gibt es noch immer drauf. Wer ist das? Der Kieselack war ein Sonderling, der überall seinen Namen draufgeschrieben hat. Ein früher Tagger? Eingegraviert hat und dort auch. Also wenn man von der Stadt kommt, ist es auf einem der Obelisken, dieser Kieselack. Und da steht Kieselack? Mhm. Okay. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt. Ja. In grauer Vorzeit. In grauer ich Vorzeit. Ich erinnere mich, genau. Und dann geht man diese Allee entlang und dann sind da halt, dann ist eben der Teich und Vogelhäuseln und ja, es ist wirklich, wirklich schön dort. Hat dich fasziniert. Mhm. Das hat mich sehr fasziniert. Aber du hast ja gesagt, du bist andere Wege gegangen vom Häusl am Rohr. Irgendwo Schottenwiese, was ist das nochmal? Naja, der Rundumadumweg führt ja runter zur Maaswiesen. Mhm. Also zur und dann wieder die nächste Etappe fängt dort an und du müsstest wieder raufgehen und zum Schottenhof. Mhm. Und das haben wir abgekürzt und sind eben vom Häusl am Rohr irgendwie durchgegangen, quer mit Querfeldein. Teilweise Verirrungen, querberg ein und sind zum Schottenhof gegangen, damit wir uns das runter und rauf gehen, das Sinnlose ersparen. So reden echt nur Wienerinnen. Wieso? Naja, weil man, wenn man aus den Alpen kommt, ja, das ist schon wahr. Da hat man auch keine andere Wahl. Ja, na, die hat man. Sinnlose rauf und runter gehen. Alpinistin bist du keine? Nein, überhaupt nicht. Ich bin allerdings schon zu Fuß in
In den Grand Canyon gegangen, also bitte. Ja, das ist, dann bist du eine Grand Canyonistin. Ja, na gut, Schottenhof. Was ist da? Schottenhof ist lokal immer sehr bekanntes gewesen. Also Ausflugslokal gehört den Schotten, ganz einfach. Also dem Stift. Dem Stift Schotten. Und die haben dort... Gibt es da Haggis? Was? Gibt es da Haggis? Haggis, weiß nicht. Naja, du wirst mich nicht wundern. Weil es ist vor einigen Jahren neu übernommen worden und hat also von einem Ausflugslokal, von was dem mit Holztischen und und so weiter, überhaupt nichts mehr, sondern mit feinen Tischstücken. Und eigentlich finde ich das nicht passend. Aber bitte schön, ist es wurscht, man muss ja nicht hingehen. Ja. Aber das ist das in der Nähe auch vom Hanseldeich? Nein. Ja, die Maaswiesen, ist das Ende von einer Etappe und dann gehst du rauf am Hanseldeich vorbei und rauf und kommst dann wieder zum Schottenhof und da gehst dann links über die Kreuzeichenwiesen zur Jubiläumswarte. Aber ja. Das, die Jubiläumswarte haben wir da schon mal gemacht? Haben wir auch schon gemacht. Aber du willst jetzt nicht damit andeuten, dass uns Geschichten ausgehen. Das könnte man nicht vorstellen. Ich kann mir das nämlich auch nicht vorstellen, weil wir sind jetzt in die eine Richtung abgezogen, zum Schwarzenbergpark, aber man kann ja auch irgendwo anders hin abzweigen von dieser Höhenstraße, oder? Naja, wenn du unten bei der Ataria-Straße hin bist, könntest du nach Neustift, haben wir auch schon besprochen. Ja, wo die Fritzi geheiratet hat. Ja, genau. Oder du fährst eben rechts oder gehst rechts zur Maaswiesen und über die Amundsenstraßen rüber. Dann biegst unten bei der Hüttelbergstraße links ab und fährst gleich wieder rechts die Knödelhüttenstraßen rauf. Okay. Und da kommst du nach Mauerbach. Genau. Die Knödelhüttenstraße ist auch ein lustiger Name. Obwohl, da war ich mal Schwammerl suchen, das war auch super. Ja? Ja, war richtig gut. Also sehr interessante. Und was hast du noch über deinen Rundum-Dumm-Weg zu sagen? Naja, weiter bin ich jetzt noch nicht. Ach so, na dann werden wir dann... Deshalb bin ich irgendwie gespannt, was du jetzt... Ich meine, da werde ich nicht hinkommen, wahrscheinlich in dieser Etappe, in meiner nächsten Etappe. Aber was gibt es über Mauerbach zu sagen? Über Mauerbach? Ja. Naja, Mauerbach, was verbindest du mit Mauerbach? Ich verbinde damit die schöne Kartause. Ja, genau. Das ist auch das, was man im... Mauerbach ist die Kartause-Mauerbach. Ja. Wobei wir jetzt einen Exkurs machen, weil das ist ja gar nicht mehr in Wien. Aber es gibt einen Wien-Bezug. Es gibt einen Wien-Bezug. Aber fangen wir halt bei, wie üblich, im Mittelalter am Anfang an. Und nicht bei Adam und Eva, sondern bei der unbefleckten Empfängnis. Auch nicht. Es ist der Friedrich der Schöne. Das war ein Enkel von Rudolf von Habsburg. Okay, also wir sind im Mittelalter. Wir sind im Mittelalter, wir sind Anfang des 14. Jahrhunderts. Der ist auf einen Jagdausflug gegangen, die Habsburger waren damals schon, also Jagen war damals schon die, ihr Ding? Die adelige Beschäftigung. Und er hat sich dort verirrt, in diesen Wildnissen von Mauerbach. Und da hat ihn ein Forstarbeiter wahrscheinlich gefunden und hat ihn vor dem sicheren Hungertod bewahrt. Und er hat als Dankbarkeit dann dort ein Kloster gestiftet. Der Arbeiter wäre lieber gewesen, er hätte immer ihm was gestiftet. Wahrscheinlich. Egal. Er hat dort ein Kloster und ein Spital gestiftet. Und hat dazu sein berufen worden Kartäuser. Du weißt? Chartreuse. Der gute Kräuterlikör. Ja. Vielleicht kann man im Wienerwald auch gute Kräuter für Kräuterlikör finden. Wahrscheinlich kann man den nicht dort kaufen. Wahrscheinlich. Es gibt ja, da muss ich jetzt ganz kurz, nämlich apropos Kräuterschnaps. Ein Kollege, Freund hat mir erzählt, dass man beim Mechitaristenkloster, da gibt es eine Schnapsausschank im 7. Bezirk. Kennst du die? Ich weiß, dass man Mechitaristenlikör kaufen kann. Genau, und angeblich kann man den dort über die Straße schnapsen. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie. Ich weiß nicht, ich müsste nachdenken. Ich war schon 2-3 Mal drinnen bei einer Führung, ich dürfte sogar selbst auch führen drinnen. Vielleicht machen wir das mal. Könnte man mal machen. Aber über die Straße einen Schnaps. Na gut, du kannst nicht als Fremdenführer hingehen und einen Stempelschnaps kippen. Und einen Likör, dann bitte noch an. Das können nur wir beim Podcasten theoretisch machen. Theoretisch. Theoretisch machen wir immer. Ja, genau. Genau, aber wir sind ja jetzt beim Chartreuse, bei dem Mauerbacher Kräuterlikör.
beim Mauerpark, genau. Diese Kartäuser sind eben gekommen und was ist ja die wichtigste Regel von diesen Kartäusern? Dass sie schweigen. Also es wäre nicht unser Orden, abgesehen davon, dass wir keine Mönche sind. Ja, weiß nicht, ob es Kartäuserinnen auch gibt, aber die müssen schweigen. Mhm. Und dürfen dadurch natürlich, können sie was nicht machen? Sich beschweren. Naja, sie können das können sie mit Zeit, aber sie können nicht lehren. Und ich meine, es ist nicht möglich, einen Schweigeorden zu haben und zu lehren. Das stimmt. Weil schreiben haben die Leute damals nicht können und so weiter. Also, sie haben ein Spital gehabt und der Friedrich, bitte? Das waren stumme Diener. Ja, sie waren schon irgendwie. Gottes. Egal, Entschuldigung, der Friedrich der Schöne. Friedrich hat sich dort auch begraben lassen und ist dort auch geblieben, also seine Leiche, bis zur Klosteraufhebung unter Josef II. Und der hat dann seine sterblichen Überreste zusammensammeln lassen und im Stephansdom in der Herzogskluft. Und dann, also in der. Da muss ich jetzt ganz kurz nachfragen, ja. Weil ich weiß ja, dass es im Stephansdom ein Grab eines Friedrich gibt, das einer deiner Lieblings. Denkmäler, ist das eines deiner Lieblingsgrabstätten, kann man das so sagen? Schon eines der tollsten Kunstwerke, die wir besitzen. Aber das ist nicht dieser schöne, das ist nur ein schönes Grab. Das ist nicht das Schöne, aber es gibt eine Komplikation bei diesen Habsburgern. Und zwar haben die als Erzherzöge Nummern und der Friedrich der Schöne, die haben angeschlossen an die Babenberger. Und der hat sie teilweise auch der Dritte genannt. Also es ist kompliziert. Nein, aber der war, ich würde sagen, 150 Jahre vorher. Okay, also der mit dem schönen Grab war später. Der aus Mauerbach liegt auch irgendwo da rum? Der liegt unten. Der liegt in der Herzogluft unterirdisch. Ich könnte noch sagen, sein Vater war der Albrecht der Erste, der glaubt hat, er ist vergiftet, oder man hat es glaubt und hat ihn an den Füßen aufgehängt, damit das Gift ausrinnt. Ah, das ist eine interessante Technik. Und hat dadurch ein Auge verloren. Aber ich meine, das durchs Aufhängen? Ja, an den Füßen haben sie und dann hat er. Wie er noch gelebt hat? Ja, er hat es überlebt. Aha. Er war sogar König, römischer König, also König des Heiligen Römischen Reiches. Ah, egal. Es gibt eine Tarotkarte, der Gehängte, das muss ich mir mal anschauen, vielleicht geht die auf den Albrecht den Ersten zurück. Nein, was jetzt? Entschuldigen. Ja, gut, also gut, wir kehren zurück nach Mauerbach, wo dann die Leiche des schönen Friedrich nicht mehr war. Na, und das Kloster war aufgelöst, aber warum? Na Moment, zuerst, das Ganze ist gebaut worden, die Kirche und das Kloster, gotisch, also romanisch-gotisch, ist dann im Frühbarock, so 1660, worden, in einer wunderschönen frühbarocken Ausstattung und dann Türkenbelagerung 1683 zerstört worden oder stark beschädigt worden. Mhm. Und dann schöner in Hochbarock aufgebaut worden, mit einem Kaisertrakt oder mit einem Kaiser, vielleicht nicht ganzen Trakt, aber für Kaiser halt. Damit die, wenn die bleiben. Auf Jagd sind, dort übernachten können. Genau. Aha. Und dann sind zwei Mönche gewesen, die sie beschwert haben beim Kaiser Josef II. Schriftlich wahrscheinlich dann. Na, vielleicht sind sie hingegangen, weil sie haben aber ja. Die durften ja nicht reden. Naja, aber gehen durften sie. Sie haben in der Stummelsprache mit ihm reden können. Und Servus, es dauert lang, wenn es das so macht wie wir als Kinder. So wie zu A, B, mit den Fingern ja, und so, ja. Also auf jeden Fall haben sie sich beschwert über Missstände und unter anderem auch, dass sie nicht reden dürfen. Warum lagst du? Na, weil ich mir das gerade vorstelle, so eine Audienz ansuchen bei Josef II., da kommen die beiden Mönche. Und dann, wie ist das Ärger? So schnipsen? Schnipsen. Oh ja, ja. Und der Kaiser denkt sich so, hey, was wollen die? Ich meine, es war noch nicht so eine hektische Zeit wahrscheinlich. Ja, ich glaube, der Josef war nicht sehr geduldig. Wenn er mal da war überhaupt, ja. Aber okay, da ist eben, das habe ich mir gerade vorgestellt, dieses Bild. Aber okay, also gut, sie waren irgendwie dann dort, ja. Wie wir eh schon, glaube ich, in der Serie besprochen haben. Also war Mauerbach das erste Kloster, das aufgehoben worden ist, weil weder lehrend noch noch pflegend. Obwohl sie das Spital ist ja zerstört worden. Das Spital war nicht mehr. Und es ist dann mehr oder weniger
verfallen. Dann hat es die Gemeinde Wien gekauft und hat es als Versorgungshaus verwendet. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist teilweise als Obdachlosenheim verwendet worden. Und dann ist das Jahr 1961 gekommen. Mhm. Und 1961 ist der ist das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl neu ausgehandelt worden. Ja. Und übrigens Bruno Kreisky Außenminister. Und der Religionsfonds ist aufgelöst worden. Sag jetzt nochmal bitte, was dieser Religionsfonds ist. Der Religionsfonds war, die Klöster, die der Josef II. Auflösen hat lassen, da war ja ein Vermögen da. Es ist sehr viel verschwunden, was kein Mensch weiß, wo das ist. Aber es ist auch sehr viel übergeblieben und das hat der Josef II. In einen Religionsfonds fließen lassen. Mhm. Und aus diesem Religionsfonds sind Pfarren finanziert worden, mhm. weil der Kaiser der Meinung war, dass es viel gescheiter ist, dass der Pfarrer, also, dass der Pfarrer seine Gemeinde betreut, als dass Mönche irgendwo sitzen und beten. Ja, das macht ja eigentlich schon wirklich Sinn. Ja, aber es ist interessant, dass er doch katholisch war irgendwie. Ja, war gläubig, ich meine, das hat es ja nicht gegeben, aber der war ein Utilitarist, der hat alles nur beurteilt nach dem. Nach dem Zweck. Nach dem Zweck und nach dem Dings. Mhm. Und durch dieses Konkordat ist Mauerbach in den Besitz der Gemeinde, des Staates übergegangen, mhm. und ist dann von der Bundesgebäudeverwaltung repariert worden oder restauriert, mhm. worden. Und jetzt, wie du weißt, ist das Bundesdenkmalamt drinnen. Wunderschön, oder eine Branche. Ja, wunderschön. Nein, das ist wirklich ganz, ich finde das ganz bezaubernd dort. Ist schön und so nah von Wien. Mhm. Ja. Genau, deshalb reden wir trotzdem, durch diesen engen Bezug zu Wien reden wir trotzdem drüber, obwohl es eigentlich schon in Niederösterreich ist. Ja. Ja, naja, also ich meine, es geht weiter, aber wir werden jetzt ein bisschen einen Teil vom Wienerwald überspringen und das nächste Mal in den Süden. Ja, was auch natürlich nur bedingt mit Wien zu tun hat, aber... Immerhin. Lasst euch überraschen. Ja. Schnell kann es geschehen. Werden Träume Wirklichkeit? Naja, in diesem Sinne sage ich, Servus Fritzi. Servus Edith. Und schönes Wandern. Ja, geht hinaus in den Wienerwald. In den Frühling, wunderschön. Ja, es ist die erzählt beste euch Zeit. Geschichten aus dem Wienerwald. Nein, lieber nicht. Nein, da muss irgendwer sterben. Keine Geschichten aus dem Wienerwald. Ja, okay. Hört sich die Vögel und die Tiere und die Bäume und die Blätter an. Pflückt Knoblauch und keine Maiglöckchenblätter. Ja, aber passt auf und reißt nichts ab. Und trotzdem. Bitte setzt das nicht mir vor. Magst du keinen Bärlauch? Nein, ich war letztens im Gmarkalder. Ja. Und Diana Hitter hat schon eine Bärlauchsuppe gegessen im Februar. Das ist total absurd. Es ist eh alles viel zu. Ja, bei mir wachsen schon die Veilchen im Garten. Ja, es ist schrecklich eigentlich. Na gut. Okay. Ja, trotzdem, bis zum nächsten Mal. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.